finde, im Gesamtkontext, auch mit der Persönlichkeit Jupp Heynckes, haben wir eine Prüfung, die gar keiner mitbekommen hat, groß in diesem Verein wunderbar gehandelt. Und dazu braucht es aber auch die Souveränität des Trainers. Nämlich, dass wir uns im Winter für einen anderen Trainer entschieden haben. Und dann mit dieser Art und Weise weiterzugehen, mit dieser Akribie weiter, ja, auch an diesen Erfolgen zu arbeiten, schon in der Halbserie, hat ein unglaubliches Maß von ihm an Loyalität, an Integrität gebracht. Und alle haben aber auch mitgeholfen. Also die härteste Prüfung insgesamt, finde ich, hat der Club schon bestanden, nämlich in der Gemeinsamkeit der Trainerentscheidung für die Zukunft von Bayern München.